Aufgrund der unaufhaltsamen Verbreitung des neuartigen Coronavirus steht das öffentliche Leben förmlich still. Was kann man also zu Hause tun? Genau, irgendetwas, für das man sonst keine Zeit hat, wie zum Beispiel den Frühjahrsputz. Dringend notwendig, aber kein Bock. Also wie kann man sich dafür motivieren? Motivation wird in extrinsisch und intrinsisch unterschieden. Von extrinsischer Motivation spricht man, wenn man für eine Tätigkeit belohnt wird und zum Beispiel Geld oder eine Note bekommt. Intrinsische Motivation spornt dazu an, um seiner selbst willen etwas zu tun. Daraus entsteht eine Hingabe zu einer Sache, die frei von Anerkennungssucht und Angst ist. Der innere Schweinehund hält einen allerdings oft dabei auf, diesen Funken zu einem Feuer entfachen zu lassen. Was kann man also tun, um den inneren Schweinehund zu besiegen? Um den inneren Schweinehund zu überwinden, gilt es, sich sein Ziel stets vor Augen zu halten und sich durch positives Denken zu motivieren. Selbstmotivation. Einfach vorstellen, wie das Ergebnis aussehen soll. Das Ziel dann auch bei Rückschlägen nicht aus den Augen verlieren. Eine To-Do-Liste hilft. Das Ziel in kleinere zielführende Aufgaben unterteilen, dann geht's. Darüber hinaus ist ein Zeitplan gut mit Deadlines, bis wann man welche Aufgabe erledigt haben möchte und wie viel Zeit man dafür braucht. Zeitdiebe wie Social Media sind dabei natürlich hinderlich und es geht auch immer nur eins nach dem anderen. Belohnung für eine eingehaltene Deadline fördert die Motivation weiter. Bei Belohnung schüttet das Gehirn das Glückshormon Dopamin aus. Dies verbindet das bereits Geleistete und somit auch den Weg zum Ziel mit positiven Gefühlen. Wie genau das Belohnungssystem im Gehirn funktioniert, erklären wir im nächsten Video. Wir hoffen, dass diese Tipps dabei helfen können, die Zeit zu Hause sinnvoll zu nutzen. Zur Not mit dem Frühjahrsputz.